So, das Profil heißt zwar immer noch Test, machen wir trotzdem erstmal weiter so mit dem Testprofil. Woran das in letzter Woche lag, dass da die Maus da irgendwie Schwierigkeiten macht, da weiß ich leider nicht. Habe ich nicht rausgefunden. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht passiert und würde ich sagen, geht's mal weiter hier. Lassen wir alles, wie es ist, Feuer frei. Bereite dich vor. So. Selbe Spielchen, kurz mal ein bisschen abwarten. Dass meine Kollegen hier. Ja, das kommt davon, wenn man Sachen zeigen will und nicht darauf achtet, was man tut. Ja, würde ich sagen, Neustart. Bereite dich vor. Also, was ich sagen wollte, die Kollegen, die schießen so ein bisschen schon mal. Da warte ich immer ganz gern erstmal ein bisschen ab, dass die so ein bisschen die Gegner schon mal klein machen und ich so ein bisschen durchfliegen kann. Macht das Ganze dann nachher so ein bisschen übersichtlicher und ja, die verschwinden dann so oder so. Und dann hab ich dann hier freie Bahn. Oh, diese Schiffe hier, das sind so ein bisschen die Standardgegner. Lassen sich ohne Probleme, vor allen Dingen mit den Waffen, mit einem Schuss erledigen. Wenn man dann trifft, ist auch eins von diesen Upgrade-Möglichkeiten, die Schussgenauigkeit zu verbessern. Nix da, Rakete erkannt. Da ist keine Rakete. So. So. Die Asteroiden, wie gesagt, da kann man sich auch von treffen lassen, tatsächlich. Kann man auch wegschießen, gibt nicht so ganz viele Punkte, aber dann sind sie eben nicht mehr im Weg. Ach, diese kleinen hier. Ich habe immer so ein bisschen so einen Blick unten hin zur Audioaufnahme. Habe es mal ein bisschen runtergeregelt, es sollte nicht mehr so ganz extrem übersteuern. Aber so viel habe ich ja eh nicht zu erzählen, von daher passt das dann schon. Aber die Mission ist ganz schön, weil es am Ende einen kleinen Zwischengegner oder Endgegner gibt. Den Waffen, die ich jetzt hier habe, ist er aber relativ einfach zu erledigen, weil er immer noch im selben Prinzip vorgeht. Da muss ich halt einmal drauf einstellen und dann passt das dann schon. So, mal ein paar Punkte abholen. Und ihr seht, mit einem Schuss sind die echt mit diesen Waffen weg. Das ist halt ganz schön. Gibt noch eine höhere Stufe von der Waffe. Die werde ich mir gucken, wenn ich gleich genug Geld habe, dann auch besorgen. Macht man nochmal mehr ein bisschen Schaden und sollte auch noch hinkommen mit der Schiffsenergie. Das ist ja hier so die ersten Level sind noch relativ simpel, relativ schnell erledigt. So. Jetzt kommen wir langsam wieder zum Endgegner hin. Da erscheint gleich oben in der Mitte das Mutterschiff. Ah, ein bisschen dauert es aber noch. Ah. Hier mal alle wegholen. Hier alle wegholen. Naja, fast alle wegholen. Alle. Halt einen von allen. So. Rakete erkannt. Ja, ja. Diese komischen Dinger hier sind auch nur Raketen. So. Aber wenn man so ein bisschen aufpasst, dann geht das dann schon. So, kommen wir nun zum Mutterschiff. Nee. Scheiße. Vertan. Wann war denn das Mutterschiff nochmal dran? Na, egal. Werkstatt. Ja, Bewaffnung. Ich bin da immer so ein bisschen unentschlossen. Das ist natürlich auch. Machen wir. Zack. Hat. Ach, das ist doch doof. Das ist eine von diesen mittleren Dingern wieder. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Tut mir leid, von daher habe ich die nicht mehr so ganz im Kopf, die ganzen Waffen. Die Firefox. Ach, okay. Okay. Falsche. Sind halt alle dann für den mittleren Schacht, diese ganz dicken Dinger. Ja, die kann ich hier gar nicht einbauen, weil, ja, ist zu groß. Dann war aber die Meteor tatsächlich schon die...
Ja, da brauche ich das andere Schiff für. Das war das, genau. Ja, die kann ich in dem Schiff nicht einbauen. Lassen wir alles, wie es ist, feuerfrei. Bereite dich vor. So, bin vorbereitet. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich nicht so ganz auf die Story eingehe. Die ist echt so ein bisschen eher banal, unwichtig. Das sind jetzt Piraten oder Rebellenschiffe oder so weiter und die muss man halt auch einfach abschießen. Ziel des Spiels ist einfach alles abzuschießen, was sich bewegt. Oh, Sperrfeuer. Ist auch nicht weiter dramatisch, weil von der Munition her, die gehen relativ langsam runter. Und man kann sie ohne weiteres wieder aufladen. Ja. So, weg, 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 alle weg, alle weg, alle weg. Ah. Naja, noch ist ein bisschen harmlos. Die ganze Action, die kommt erst noch. Das sind ja alles so die ersten paar Level. Da geht das noch alles ganz gut. Ich weiß auch nicht, wie lang und wie intensiv ich dieses Spiel tatsächlich spielen werde. Und ob es jemals das letzte Level geben wird, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich zeigen. Also es ist echt so ein Spiel, da hat man mal Lust drauf, da hat man mal weniger Lust drauf. Ich dachte mir so, als Kontrast zu Minecraft ist es, glaube ich, ganz schön, auch mal ein bisschen was anderes zu zocken. Weil, sagen wir mal ehrlich, Minecraft ist auch relativ ausgelutscht. Hält mich natürlich nicht davon ab, da trotzdem was drüber zu machen, aber hey, was soll's. Rakete erkannt. Ah, da kommen die Raketen dann wieder. Man kann sie, wenn man sie trifft, abschießen. Sollte nach Möglichkeit keinen Treffer riskieren, weil... Ja, zu viel reden und selber schuld. Bereite dich vor. Wird vorbereitet. Da geht die Spielgeschwindigkeit, die kann man ändern. Kann es langsamer machen. Und wenn man sich ein bisschen bemüht, relativ schnell auch bewegen. Ja. Ob ich das intensiv nutzen werde, weiß ich noch nicht. Aber man kann es auch schneller machen, wenn es mal ein bisschen langsamer Passagen gibt. So, 3 ist das schnellste. Und einmal drücken und dann ist es wieder normal. Also Spielgeschwindigkeit 1,5, warum auch immer, ist die Normalgeschwindigkeit. Vermutlich, weil 1 doch relativ langsam ist. So. Diesmal passe ich ein bisschen besser auf. Aber ihr seht schon, das Schwierige ist tatsächlich das Schießen und Ausweichen am Anfang, weil die Gegner doch alle immer dann dasselbe Muster dann auch verfolgen. Man muss halt nur noch im richtigen Moment das richtige Knöpfchen drücken. Werde ich mich gleich mal vielleicht nach einem neuen Schiff umschauen. Mit dem entsprechenden Geld geht das dann und dann gibt es auch noch mal ein bisschen dickere Waffen. Seine ganzen Features kann man übernehmen, teilweise für die Schiffe, das ist ganz schön. Die halt alle doch dieselben Slots haben für die verschiedenen Dinge und dann muss man sich die Sachen zumindest nur einmal kaufen. Wobei ich bei den Schiffen eigentlich immer gleich ins Volle gehe und dann mir gleich irgendwie das Dickste hole und dann erstmal irgendwie am Verzweifeln bin, weil doch irgendwie nicht so wirklich funktioniert mit dem Ding. Weil einfach dann keine Kohle mehr da ist und dann die Energie nicht ausreicht, um alle Waffen zu betreiben. Ich werde das hier für das Video wahrscheinlich ein bisschen anders machen und da doch erstmal zu dem kleineren Modell greifen. Einfach nur, damit es dann vorangeht und weitergeht. Hoppa! Ja, auf ein neues. Bereite dich vor. Mal schauen, ob ich Mission 4 diesmal schaffen werde. Ihr seht auch immer oben, Geld wird zurückgesetzt, wenn man gestorben ist. Und man darf das Ganze dann nochmal probieren.
bis man halt rausgeht, während man noch am Leben ist, da verliert man dann natürlich alles. Ansonsten wird es einfach alles zurückgesetzt und man fängt von vorne nochmal an. Zerstören, zerstören. Ah. Naja, mehr oder weniger. Wobei es sah schon ganz gut aus, da wo ich jetzt zuletzt gestorben bin, da war dann auch schon fast das Ende. Man sieht auch so die Unterschiede, diese Rebellen, Piratenschiffe schießen in grün und sehen so ein bisschen eher technisch aus, während die außerirdischen Schiffe in blau und verschiedenen Blautönen schießen und mehr so ein bisschen organisch aussehen. Finde ich ganz schön gemacht, diese Unterscheidung. Aber im Endeffekt hat es natürlich keine Auswirkungen, man wird eh getroffen von den Dingern und man muss sie einfach abschießen. Wie es letztendlich aussieht, ist ist halt einfach nur ein einfacher Shooter, ohne irgendwie groß eine tiefere Hintergrundstory. Aber doch relativ lustig, dieses Spiel. Ja, technisch ist es so, dass die Models und also die ganzen Schiffe und alles ist alles in 3D. Hintergrund ist vorgerendertes 2D auf verschiedenen Ebenen. Also, sagt man dann so schön, so 2,5D. Ist natürlich auch so ein bisschen Quatsch, die Bezeichnung, aber letztendlich sind es mehrere Ebenen vom Hintergrund und davor halt gerendert, die Models in 3D. Spart natürlich so ein bisschen Leistung, was das Rendern angeht. Kurz mal. Hoppa! Da ist doch gleich wieder Ende hier, ich merke das doch schon. Geh mal rüber hier. Was ich sagen wollte, also man spart so ein bisschen, was das Rendern angeht, an Leistung, weil halt eben die Hintergründe nicht live gerendert werden, sondern vorgerenderte Grafiken sind. Und sieht trotzdem ganz gut aus. Hier muss man eigentlich nur ausweichen. Das war's. So, mit ein bisschen mehr Kohle können wir dann auch mal schauen, ob es denn hier ein schöneres Schiffchen gibt. So, hier oben sieht man die Panzerung von den Dingen und die Anzahl der Waffen. Und es ändert sich natürlich. Ist natürlich hier schön. Die haben halt alle unterschiedliche Angaben, haben aber eben auch Panzerung 80 und 4 Waffen und 3 Waffen nur, aber dafür irgendwie nicht so eine große Hitbox drumrum. Wo ist denn der übertriebenste? Ist der hier? Ist denn der Panzer? Wo ist denn der? Das nur mal eben zeigen. Destroyer MK1, das ist halt das höchste Schiff hier mit der höchsten Anzahl der Panzerung und eben 4 Waffen. Und kann ich mir natürlich nicht leisten. Ich mache es dann meistens so, dass ich das so lange spiele, bis ich mir das leisten kann, um dann zu merken, oh scheiße, ist doch nicht so geil. So, 3 Waffen, 4 Waffen, Panzerung 80. Ah, ist natürlich auch zu teuer alles. 1003, 60 und 5, da habe ich 30 und 5 dafür. 25, 2, aber eben eine kleinere Hitbox. 55,2. Ich denke, der hier ist optimal. So, man tauscht es quasi einfach dann aus, kriegt eben dann so ein bisschen Geld zurück und kann dann hier in der Werkstatt sich quasi upgraden. So, aber was ich jetzt nochmal schauen wollte, wegen der Bewaffnung, ob das ging. Die habe ich drin. Ja, man sieht immer, wenn es rot ist, kann man sie nicht einbauen. Nur dann bleiben wir beim Firebird, würde ich sagen. Mit der Kohle. Das war hiermit. Ach ja, das war egal. Es gibt verschiedene Spielvarianten. Ich spiele im Arcade-Modus. Da ist es dann egal, was man für einen Motor drin hat, letztendlich, weil sich das Schiff immer gleich bewegen kann. Hier kann man noch upgraden. Dann
kann man besser genauer treffen. Oder ist das ein Objekt? Nee, das machen wir noch nicht. Das ist egal erstmal. So, aufgeladen ist alles. Bereite dich vor. Und dann machen wir mal. Steuert sich, wie gesagt, ganz genauso das Teil. Schießt auch quasi genauso, hat aber eben einfach ein bisschen mehr Panzerung. Da passiert jetzt. Da auch. Die großen Meteoriten kann man nicht abschießen, die kleinen kann man abschießen. Warnung. Warnung. Ah, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Rakete erkannt. So. Ja. Weil hier jetzt eben nicht nur die Gegner sind, sondern eben auch die Meteoriten. Man fliegt nicht durch alle durch. Also man wird nicht von allen getroffen. Aber so ein paar muss man schon aufpassen. Ist leider immer nicht ganz genau erkennbar, welcher jetzt tatsächlich einer von den Empfindlichen ist. Oder einer, wo man aufpassen muss. Einfach alles abschießen, was sich bewegt. Oh. Das ist leider so eins von den Leveln, die ich nur gar nicht mag, weil man echt auf alles Mögliche achten muss. So. Zack, 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 zack. Ja, ne, sieht's auch hier, es explodiert die ganze Zeit irgendwas. Rakete erkannt. Es ist halt leider immer. Warnung. Warnung. Appa. Und immer wenn es Warnung erscheint oder ertönt, ist man auf Kollisionskurs mit irgendwas. Da muss man halt auch so ein bisschen aufpassen. War das jetzt das mit dem Mutterschiff? Ich glaube ja. Aber hat ja schon mal nicht geklappt mit dem Glauben. So. So, das kann man erzählen. Letztendlich habe ich ja schon befürchtet oder bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass mir nie irgendwas was einfällt zum Erzählen. Entsprechend wenig erzähle ich natürlich auch. So. Dann muss man natürlich auch mal so nebenbei so ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Verdammte Dinger hier. Warnung. So. Ein bisschen schneller mal. Nee. Mutterschiff gibt's wahrscheinlich erst im nächsten. Aber da ich jetzt ein paar Mal gestorben bin, gibt's das nächste Mal in der nächsten Woche. Ich sag mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne. Tschüss.